Ich kann nur meine Privatumfrage reinbringen. Also Russ Meyer, wann immer ich diesen Namen irgendwo erwähnt habe, kam immer zurückgehen, das ist ein Pornoregisseur. Wenn das so ist, dann finde ich, ist es nicht damit getan, dass Dagmar zum Beispiel sagt, so, ich muss nicht in jeder Sendeankündigung sagen, dass ich gegen Pornos bin, sondern es ist einfach ganz klar dezidiert, es handelt sich um einen speziellen Regisseur und um ein spezielles Genre von Filmen. Und ich finde, da sollten wir jetzt auch nicht drum rumschlabbern. So. Weißt du? Dann sollten wir aber über den Film selbst reden und nicht über das Genre oder den Regisseur, denn um den Film geht's. Und da besteht nicht mal Einigkeit jetzt hier am Tisch, dass es sich überhaupt um einen Sexfilm handelt, obwohl er mit solchen Mitteln natürlich arbeitet. Ja gut, aber das ist jetzt, also ich meine, das ist jetzt deine Position auch zu sagen, ich betrachte diesen Film halt auch unabhängig vom Autor so. Nein, und das tue ich gar nicht. Naja gut, aber du hast ja gerade gesagt, dann lass uns über den Film selber reden. Mhm. Und ich finde halt gerade das Problematische ist, wenn eben so ein akademischer Diskurs auch dazu führt, dann halt so eine Kritik auszuschließen von Frauen, die sagen so, das ist für mich ein Pornoregisseur, da will ich auch nicht drüber diskutieren und das will ich im Radio nicht haben so. Und du dann also einfach mit... ja, mit der Art von Diskurs, das schaffst die mundtot zu machen. Und das, finde ich, ist genau der gleiche Ansatz zu sagen, ja, ich betrachte den Film aber unabhängig vom Autor so. Und der hat auch ganz viele Lesarten und jede kann den lesen, wie sie will. Und ich finde es aber, also ich finde es sehr nachvollziehbar, wenn Frauen sagen, das ist mir ganz egal, wie der Film aussieht so. Ich weiß, was in anderen Filmen von dem abläuft und lehnen das deswegen ab so. Und ich finde das auch eine ernstzunehmende Position. Also das ist, ich finde nicht, dass es ja eine ignorante Position ist, zu sagen, naja, aber ihr kennt doch den Film gar nicht, wenn das letztendlich ein Film ist, der sich gar nicht mal, noch nicht mal als Sexfilm rausstellt. Weil ich denke, auch so ein Film, er ist schließlich von ihm, also von Russ Meyer produziert. Und ein ganz bestimmter Blickwinkel, der von diesem Regisseur herangetragen wird, wird sich wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise deutlich machen, beziehungsweise wenn man den Film anguckt, kann ich jedenfalls nicht völlig davon abstrahieren, wer ihn gedreht hat und mit welcher Motivation gedreht hat und wie dieser Film zustande gekommen ist und. Ich finde, der ganze Hintergrund eines Films zählt auch. Entschuldigung, ich bin total erkältet, muss immer husten. Ich möchte nicht den Film losgelöst von dem Regisseur oder von dem Genre sehen. Ich glaube nur, dass es einfach nicht angemessen ist, zu sagen, Igitt, der kommt uns gar nicht ins Haus oder über den Sender, sondern wie deine Rezeption stattfindet, das ist eine Rekonstruktion, die du in der Hand hast. Und das ist natürlich nicht unpolitisch und nicht losgelöst zu sehen von vielem anderen, über das wir noch diskutieren können. Aber wenn wir bei der Frage sind, Subversion oder Aufweichen feministischer Positionen, dann finde ich es an dem Punkt schwachsinnig zu sagen, weil dieser Mann für dies und jenes steht, für Männerfantasien, für dies und jenes, beschäftigen wir uns gar nicht damit. Das ist die Igitt-Position. Und es scheint ja auch so zu sein, dass dieser Film im Moment ein Kultfilm in der Lesben-Szene ist. Und hier ist FSK auf 89,1. Ihr hört gerade die Russ Meyer-Diskussion vom 15. August, Teil 1. Jetzt wird gerade die Kassette umgedreht und weiter geht's. Regisseur gegen ihn selber. So. Also da findet was statt, was er wahrscheinlich nicht intendiert hat, was aber aus diesem Film komischerweise rauszulesen ist, wenn man will. So. Dass man einfach guckt, ob man das nachvollziehen kann und ob das tatsächlich möglich ist und wodurch es möglich wird. So. Und das finde ich schon spannend, einfach davon auszugehen, welche Lesarten es ja offensichtlich gibt im Moment. Wobei es gibt doch im Grunde Vorlagen genug, die pornografische Sicht subvertieren könnten. Warum muss dann irgendwie ausgerechnet noch ein Produkt dieses selben pornografischen Regisseurs herhalten, um ihn ad absurdum zu führen? Also das haben wir doch gar nicht nötig, frage ich mich. Also jetzt klar, ich finde die Herangehensweise, einen Film kritisch und analytisch auseinanderzunehmen, finde ich ja nicht schlecht. Aber warum dann gerade mit so einem innerlichen Aufhänger? Dieser Film ist todlustig. Das mag auch sein. Ich habe den ausgewählt. Das habe ich auch schon erzählt, warum ich den ausgewählt habe. Weil ich es spannend finde zu beobachten, wie ein Film, der also
vielleicht von Russ Meyer so intendiert war, ein Sexfilm sein zu wollen oder so. Oder beziehungsweise er selbst spricht ja auch bei dem Film von seiner Steinbeck-Phase. Wieso ein Film dann plötzlich in einer Szene, also in einer wirklich homosexuellen Szene, die nichts, also die keinen Bock auf, naja, was weiß ich, aber auf jeden Fall in dieser Schwulen- und Lesben-Szene rezipiert wird als Kultfilm und diese drei Protagonistinnen irgendwie so als Heldinnen fungieren. Und also der wird übrigens auf den lesbisch-schwulen Filmtagen laufen, also die waren noch nicht, sondern die sind erst Ende Oktober, aber es gab eine Solifete in der Flora und da ist der Film auf dem Plakat, also ein Foto aus dem Film auf dem Plakat. Und es wird also eine Russ Meyer-Reihe geben. Und ich habe mit einer Frau von den lesbisch-schwulen Filmtagen telefoniert, also von Querbild, die das veranstalten, und sie gefragt, warum sie das ausgewählt hat oder wie sie überhaupt darauf kommen, jetzt auch dieses Foto zu nehmen für, also für lesbisch-schwule Filmtage, dann ein Foto von Russ Meyer, könnte man sich ja schon irgendwie fragen, warum. Aber sie meint eben, das wäre dermaßen überzogen und dermaßen trashig, dass es einfach Kultstatus hat. Und das, da, also diese Mechanismen zu verfolgen, also wie ein Film arbeitet oder wie es einen Film schafft, praktisch so eine Lesart zu ermöglichen, das finde ich spannend und das wollte ich gerne in dieser Sendung analysiert haben. Und da ist auch das klar, dass da hatten wir auch keinen Konsens erzielt bei uns in der Redaktion. Also ob wir das jetzt, ob wir den nur ablachend kommentieren oder, also meine Position war dann neben dem Lachen, was dann da läuft, also zu einzelnen Szenen dann auch Kommentare zu bringen. Aber wenn so ein Film Kultstatus kriegt, und den kriegt er, ja, da würde ich dir zustimmen. Ja? Den hat er. Ja, genau. Hat das ja einen Reflex auf das Renommee des Regisseurs. Und da merke ich, da geht mir irgendwie der Hut hoch. Und ich finde auch auf der anderen Seite auch nicht, dass nur weil er jetzt auf einmal auch in der Lesben-Szene womöglich noch gelobt wird, dass es ihn dadurch besser macht. Also ich will mich jetzt gar nicht auf den Film direkt als solchen so beziehen, als diesen einen, sondern jetzt sag ich das mal, Pornografie, wenn es denn Pornografie ist, auch in der Lesben-Szene konsumiert, macht es auch nicht besser. So. Das Argument alleine, dass er auch in der Lesben-Szene irgendwie hoch im Kurs steht, das sagt eigentlich nichts. Aber das ist halt den Mechanismus, der dazu führt, interessant, wenn ich dich richtig verstehe. Also und das, was du sagst, Christiane, hat wieder so sehr was von Prädikat wertvoll. Also so, ein Film ist gut, ist wertvoll, hat irgendwie humanistischen Anspruch, macht uns zu besseren Menschen, und das macht Faster Pussycat sicherlich nicht unbedingt, aber auch nicht zu schlechteren, aber ich finde einfach solche Bewertungen sinnlos. Das ist die Unterstellung des Moralismus, ja? Ja. Das finde ich aber nicht. Also meine Position empfinde ich als politisch und nicht als moralistisch. Und außerdem, das ist immer so diese miese Unterstellung, die dann immer so kommt. Also das ist auch irgendwie aufregend. Haben wir halt auch gerade vor 2 Minuten noch von subversiver Rezeption gesprochen, und das hat für mich nichts zu tun mit Prädikat wertvoll oder nicht so. Und ich habe auch das, was du gesagt hast, das hörte sich für mich auch eher an mit so einer Gleichsetzung von wegen Rezeption in einer bestimmten Lesben-Szene. Also muss er irgendwie eine subversive Lesart haben. So. Also das ist für mich halt auch eine Gleichung, die nicht unbedingt aufgeht. So. In dem Film werden Rollenklischees stumpf umgekehrt. Und, also das macht ihn so, wie heißt der Spruch? Das macht ihn so, ich weiß es gar nicht mehr, wertvoll war es nicht. Es ist so ein, also eher schon, ja, Elemente des Gangsterfilms, also die Protagonistinnen sind einfach, das Besondere daran ist, dass es wirklich einfach nur Frauen sind. Es ist wirklich stumpf umgekehrt. Es gibt zig Filme, die umgekehrt arbeiten. Diese drei ziehen jetzt Autorennen fahrend und männermordend durch die Gegend. Und ich finde, das spricht eigentlich wirklich gegen sich selbst. Also was mir so auffällt, ist so irgendwie, ja, also so das, ich beziehe mich jetzt wirklich darauf zurück, so dass im Vorfeld von Radiosendungen Informationen rauf, also
Informationen laut werden, so im FSK läuft die und die Sendung. Und ist mir jetzt egal, ob die Frauen, die das jetzt sich geäußert haben, das gelesen haben oder gehört haben, aber offensichtlich ist ja auch zu, also finde ich total sichtbar, wie ihr jetzt redet, auch oder wie wir reden, was auch zu Missverständnissen führt. Und ich finde halt zum Beispiel eine Differenzierung an der Stelle zum Beispiel wichtig, so, also ich bin eigentlich immer noch bei der Position, dass ich finde, dass was Meyer meine Aufmerksamkeit nicht verdient hat, wenn er ganz klar auch also Pornografieproduktion zuzuordnen ist und damit auch was ich jede Menge Kohle verdient hat und so weiter. Und ich merke auch, dass mich das auch total stört, dieses Jahr da und da ist er aber für gut befunden worden. Also greifen wir das jetzt doch mal auf, weil ich finde, das drückt sich so ein bisschen darum, selber zu gucken, wie ist eigentlich meine Position dazu. Und das, für mich klingt das so, wäre das jetzt nicht so gewesen in der Lesben-Szene oder bei den schullesbischen Filmtagen oder was weiß der Geier, an irgendeinem Ort, den wir dann vielleicht erstmal korrekter finden als andere, hätten wir uns auch damit gerettet zu sagen, ja, Russ Meyer ist halt nur Porno und nichts als Porno. Und jetzt haben aber irgendwelche Leute eingeläutet, dass damit sich auch auseinandergesetzt werden kann und jetzt greifen wir das irgendwie auf. Das finde ich einfach heikel, so, weil ich auch finde, dass also zum Beispiel von diesem, was euch daran eigentlich interessiert hat, zum Beispiel eben, warum wird er in bestimmten Kreisen jetzt angeguckt oder gut gefunden, steht davon, das zum Beispiel steht nicht in eurer Ankündigung, sondern da ist erstmal, da wird noch nicht mal der Film erwähnt, um den es da geht, sondern es wird von was mehr gesprochen und ich kann da wieder nur wiederholen, was meine gehörten Rückmeldungen auf dieses Stichwort waren immer, ah ja, ein Pornoregisseur. So. Und ich finde, es ist auch nicht so viel mit Moral zu tun oder natürlich hat Politik auch mit Moral zu tun, aber es gibt ganz klar eine Auseinandersetzung darüber, über Pornografie und über Sexismus und es gibt auch Bewertungen davon und ich scheue mich auch nicht zu sagen, dass ich Pornografie total sexistisch finde und dass ich die nicht sehen will, dass ich die nicht konsumieren will und dass ich auch nicht will, dass Männer damit Geld verdienen. So, das ist eine politische Position und die gehört auch einfach in diesen Kontext rein. Das und auch Frauen so. Und die Auffassung, dass Russ Meyer Pornoregisseur ist, kommt aber meistens von den Leuten, die die Russ Meyer Filme nicht kennen. Also weil bei mir war es nämlich genau umgekehrt, wenn ich Frauen getroffen habe, die schon mal einen Russ Meyer Film gesehen haben und denen erzählt habe von dieser Sendung, da war eher die Reaktion, oh ja, klasse, wie spannend. Also es hört sich jetzt für mich so an, als wäre irgendwie klar, dass das Russ Meyer Pornoregisseur und somit böse ist und man deswegen ihn irgendwie boykottieren muss, so. Also ich möchte mal das Böse raushaben. Ja. Für mich ist es einfach, weil das wieder diese, dieses Darf und Dürfen und Gut und Böse hat und Prädikat wertvoll und was immer so von unten so reinkommt in die Disco. Und für mich gibt es einfach auch eine Grenze. So. Für mich ist nicht alles, nur weil es das gibt, in Ordnung. Oder also für mich ist auch politische Position, ist auch Bewertung, wie für jede andere Person auch und für jede andere hier auch, denke ich. Also das ist einfach klar, wenn du eine Position vertrittst, dass du dann auch bewertest. Und ich kann für mich einfach auch ganz klar sagen, dass ich ein bestimmtes Genre, dass ich das in sich auch ablehne, so dass ich Pornografie wirklich ja, eine Unterstützung von man kann jetzt ganz viele Schlagwörter aneinander rein, patriarchalen Strukturen finde. Und das heißt, dieser was mehr persönlich ist mir scheißegal. Ich kann aber sagen, dass er für mich für was steht, wo ich mich dann frage, soll das übers Radio gehen? So. Nein, ich würde nochmal eben kurz diesen Porno-Begriff kurz differenzieren, aber ich glaube, wenn hier Porno gemein oder gesagt wird, geht man meistens davon aus, also einfach, dass also dieser klassische Hetero-Porno gemeint ist. Aber was ist mit der Existenz von Schwulen- und Lesben-Pornografie zum Beispiel? Die würde ich mit einbeziehen. Deswegen sagt ihr, das ist nicht allein durch Frauenblick, also das wäre biologistisch, ist es gleich besser oder so. Es gibt auch Frauen, die produzieren Pornos. Es gibt auch Lesben-Pornos. Also, und da bin ich auch genauso in der gleichen Weise auch vehement dagegen. Wärst du dann auch dagegen eine feministische Auseinandersetzung mit jegliche Art von Pornografie oder eben ausschließlich mit Lesbenpornografie zu führen? Aber das, was wir hier machen, ist eine Auseinandersetzung letztendlich. Es gibt viele feministische Positionen. Es gibt auch die feministische Position, die sehr wohl irgendwie Frauen-Lesben-Pornos befürwortet. Und das ist halt eine politische Auseinandersetzung, die findet statt. So. Und das ist im Grunde auch das, was wir zum Teil machen. Ich denke, vielleicht gibt es eine Rezeptionsweise, die analog zu der Sprachwahl funktioniert, wie zum Beispiel das Wort schwul auch mal von den Schwulen annektiert worden ist. Mhm. Und ich denke, wir können diesen Film uns annektieren. Wenn wir aber mit einer Bäh-Position rangehen, dann mit einer Bäh-Igitt-Position, dann
übernehmen wir dann nur die Sichtweise, die wir gefälligst oder also das ist keine besonders konstruktive Haltung, finde ich. Aber es gibt doch so viele Positionen, so viele Produkte, die wir annektieren können, die nicht unbedingt ausgerechnet von einem, ja gut, als Pornoregisseur bekannten Mann kommen müssen. Also das finde ich ja, es gibt so viele Produkte, literarische, auch filmische Art und so weiter und so weiter, auf die wir zurückgreifen können, um unsere Position zu stärken in feministischer Weise. Also darauf sind wir gar nicht angewiesen, oder bin ich jedenfalls nicht angewiesen. Weißt du meinst, es wäre angebrachter gewesen, zum Beispiel einen Film von Monika Troid zu zeigen? Das weiß ich nicht. Beziehungsweise zu hören. Daran liegt ja auch noch, dahinter steckt ja auch nochmal eine ganze Auseinandersetzung verschiedener feministischer Positionen. Aber gerade diese Auseinandersetzung verschiedener feministischer Positionen ist doch total interessant. Gut, aber Russell Meyer steht nicht für feministische Positionen, in keinster Weise. Doch, in dem Moment, wo ich als Frau oder als Feministin Russell Meyer für mich annektiere, und diesen Film so sehe, dass ich sage, ich finde diesen Film subversiv und interessant, ist es eine feministische Position. Das denke ich auch in dem und Moment, da finde ob ich uns das gelungen wäre oder nicht. Aber das Subversive und die interessante feministische Position ist das, was Michaela vorhin mit gleichen Worten als platte Umkehrung von Männern zu ja, Frauenrollen nein, geschrieben hat. Es geht darum, dass wir in einer Frag Gruppe... Nach. Es geht darum, dass wir in einer Gruppe... Mensch, ich muss einfach... Entschuldigung. Dass der Film eine platte Umkehrung ist. Mhm. Das ist natürlich nicht die Subversion, sondern wie wir diese platte Umkehrung für uns lesen. Wir sollen jetzt wie wir uns die Inhaltsebene von der Rezeptionsebene ganz klar trennen, sonst gibt es Chaos. Und indem wir einfach eine Rezeptionsweise gewählt hätten, die wir sonst nicht wählen, nämlich nur akustisch und eben auch in einer bestimmten Runde, hätten wir da einfach Einfluss drauf gehabt und hätten uns nicht wieder von Frauen oder Männern vorschreiben lassen müssen, wie wir das zu empfinden haben. Mhm. Weil also nichts wäre grässlicher gewesen, wir hätten diesen Was-Meyer-Film gezeigt hier im Studio und gesendet und wären dann in diese Opferposition zurückgefallen und hätten gesagt, wie schrecklich, das ist jetzt alles sexistisch, was wir da sehen. Also das wäre, dann hätte ich diese Sendung für eine absolute Katastrophe und politisch total unklug gefunden. Also es gibt... Während ich finde, dass man unterschiedliche feministische Positionen anerkennen sollte und dass auch nicht versucht werden sollte, von einer Gruppe innerhalb des Feminismus normativ auf die anderen einzuwirken und zu sagen, das ist aber nicht feministisch, was ihr macht, und also Lesbenpornos sind nicht feministisch und das ist nicht feministisch, um irgendwie diese Definitionsmacht zu behalten. So. Also wir sagen für uns, aber was feministisch keine ist. Getan hier, ne? Wollte ich gerade sagen, wir haben von mehreren feministischen Positionen gesprochen, die untereinander aber ja, der sehr wohl zum Teil zerstritten sind. Ja, aber der Schwarzmarktbrief ist so eine normative Position, die sagt... das ist unsere Linie und also ihr weicht feministische Positionen auf mit dieser Sendung. Gut, weil die Schwarzmarktfrauen es so in den Hals gekriegt haben, dass da ein Porno gezeigt wird. So, deswegen. Mhm. Ja. Da würde ich dann ja sagen, ich hätte in der Sendung bestimmt nichts über Russ Meyer gesagt, weil ich Faster Pussycat als Filmtext sehe. Unabhängig vom Regisseur. Aber da werden wir auch nie Konsens erzielen wahrscheinlich. Ne? Also da sind wir einfach in unterschiedlichen Theorien verhaftet. Für mich hat das, ja, also auch dieses Ding, wofür steht Russ Meyer, das ist für mich eine Frage, die ist völlig absurd. Wieso? Weil das bedeutet, dass Russ Meyer irgendwas will mit seinen Filmen und er das dann auch erreicht bei uns Zuschauerinnen, dass wir diesen Film so und so rezipieren. Und dass es gerade nicht passiert, da ist ja Faster Pussycat auch wieder das beste Beispiel dafür. Wenn er ist ja erwiesenermaßen Busenfetischist, aber... Ja. Ja, aber warum sollten wir das nicht für uns annektieren? Also warum sollten wir zum Beispiel große Brüste wieder nur Männern überlassen oder irgendwie so männlichen Diskurs?
Wozu denn? Also da sehe ich überhaupt nichts Emanzipatorisches drin. Warum muss ich irgendwie das Ideal großer Brüste annektieren? Nein, aber das ist ja kein Ideal. Aber in den 70er Jahren war es doch irgendwie auch, das war doch Forderung der Frauenbewegung zum Beispiel, oben ohne zu baden, um eben diesen Raum in Anspruch zu nehmen. Wir wollen uns jetzt nicht einzwängen lassen. Ja, das ist ja auch was ganz anderes, als irgendwie diese großen Brüste in einer filmischen Darstellung auszuschlachten. Das liegt doch auf einer ganz anderen Ebene. Ja, Russ Mayer schlachtet sie vielleicht aus, aber die Betrachterin ja nicht. Doch. Nein, finde ich doch, nicht. Doch, weil ich denke, ein bestimmter Voyeurismus, der beim Filmemachen intendiert ist, der wird natürlich auch erzielt. Also davon bin ich schon überzeugt. Das ist ja gerade die bestimmte Wirkung, gerade bei Pornografie. Und also mir ging es da wirklich darum, also so jemanden und auch persönlich gedacht, sehr wohl persönlich, so jemanden, der solche Produktionen herstellt, dem würde ich kein Renommee verschaffen. In keiner Weise. So. Denn ich denke, diese auch fasse Pussycat. Also es ist vielleicht jetzt ein Film geworden, den auch Frau sich angucken kann. Aber da gibt es wahrscheinlich, auf dieser Linie gibt es wahrscheinlich zigtausende solcher Filme, die ich mir auch angucken könnte. Also warum soll ich mir dann gerade so diesen Film herauspicken und dem noch was abgewinnen, nur weil er halt die Geschlechterrollen pervertiert oder umdreht? Ich frage mich an dem Punkt auch noch, ihr redet ja immer von diesem Annektieren, also ja. Irgendwie übersetzt für mich dann vielleicht nochmal in der kleine spitze, einfachen Sprache. Ihr wollt euch das irgendwie aneignen oder das scheinbar Platte dann irgendwie zunutze machen. Und also ich merke, ich kann da an dem Punkt total schwer folgen, was da so die Wunschvorstellung ist. Also ich kann zum Beispiel gut folgen, wenn ich denke, wenn eine Frau so als Regisseurin versucht, oder was wir eben hatten, eine Darstellung oder Sexualität zu verbildlichen in einer Form, wie das für mich erstmal interessant ist und wie mich das anregt, auf welche Art auch immer. So, das finde ich irgendwie ein interessantes Projekt. So, aber warum ist es, also wo ist da jetzt der Reiz, dass ein Mann, der irgendwie zuzuordnen ist oder zugeordnet wird in eine bestimmte Richtung, irgendwie umzukehren oder in seiner Plattheit, die dann gegen platt ist, irgendwie für mich dann gerade noch was anzueignen. Das ist für mich so 10-mal um die Ecke und was ist denn dann irgendwie so die Zielrichtung, dass ich sagen kann, auch in der herrschenden an sich Scheißproduktion gibt es dann ein paar Sachen, wenn ich die ein bisschen für mich umdrehe, sind sie doch wieder ganz gut. Also das langweilt mich. Ich sehe da gar nicht, also ich weiß jetzt echt gar nicht, was mich daran so reizen muss. Du formulierst wieder negativ. Das ist wieder die, was will uns der Dichter damit sagen, Position. Und ich denke, wenn wir anfangen würden, das positiv, ja, was ist wollen das Positive? Wir tun? Wir können das verhackstücken, wir können das, ja, wir können das richtig durch Wolf drehen. Wozu noch Bilder machen? Es gibt schon so viele. Wir können die richtig für uns nutzen, aber wir können das nicht, weil einfach das ist eine Art Ehrfurcht. Geh doch mal weiter mit dem, was du mit dem Nutzen meinst. Ich bin gerade, ich formuliere gar nichts negativ, ich versuche nur zu verstehen, was der Reiz ist. Und ich kann erstmal sagen, für mich, ich sehe den Reiz nicht in diesem konkreten Projekt, was dieser Film jetzt bringt. Mhm. Das Projekt an sich finde ich spannend. Und das möchte ich nochmal genau wissen, was können wir da für uns nutzen? Was meinst du damit? Also wir werden da sicher keinen Konsens erzielen, wie wir das nutzen, aber ich plädiere nur dafür, wirklich nicht in Ehrfurcht zu erstarren vor diesem ekligen Werk, sondern Ehrfurcht? Nee, überhaupt nicht. Ja, es hat aber eine Art von Ehrfurcht wie ihr oder diese Position, das ist, der steht für dies und jenes, den senden, also der kriegt eine Wichtigkeit dadurch, die er gar nicht hat. Dieser Film ist einfach schlecht, das ist Trash. Ja, aber wenn er schlecht ist, was ist dann da noch die Motivation, ihn zu zeigen? Das verstehen die. Und es was geht ist auch um die Rezeption. Also das wäre eine neue Sendung. Ja. In Anbetracht der Sendezeit. Sollten wir vielleicht weiterführen, weil ich finde die scheinbar spannende Frage mir, also ich glaube nicht, dass ich mich gerade weigere, euch zu verstehen, sondern ich verstehe einfach, also ich kann gerade den Reiz oder den Nutzen nicht darin sehen, in dem, was ihr jetzt wir sagt. Brauchen die Vollfrequenz, das wo ist klar. Wo ist der Sinn? Und wir brauchen mehr Fördermitglieder, damit wir diese Vollfrequenz auch bekommen. Und so weiter.